Heute wechseln wir mal die Kühlflüssigkeit. Total easy zu machen. Viel wichtiger ist es, dass ihr die richtige Kühlflüssigkeit da wieder reinfüllt. Gucken wir uns an. Das A und O bei der Kühlflüssigkeit ist die Kühlflüssigkeit selbst. Denn es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche auf dem Markt. Vom Oldtimer, sage ich jetzt mal, was hauptsächlich Glykol, Alkohol und ein bisschen Silikat für den Rostschutz war. Das war alles anorganisch, dann kamen die organischen dazu. Da sind dann meistens Säuren dafür verantwortlich, den Rostschutz zu gewährleisten. Klingt komisch, ist aber so. Und inzwischen gibt es auch Hybride, die das alles wieder zusammenführen. Aber ihr müsst genau die eine nehmen, die vorgeschrieben ist. Alles andere ist Quark und kann teuer werden. An den Tankstellen stehen lustigerweise immer noch diese großen Wasserkannen, mit dem man ganz früher, als die Motoren das noch vertragen haben, bei den Autos, weil früher gab es eigentlich keine wassergekühlten Motorräder, da hat man dann halt, wenn im Kühler mal wieder nicht genug Wasser war, halt einfach Wasser aus diesen Kannen nachgekippt. Und das kam aus der Leitung. Das haben die Tankwarte einfach aus dem Wasserhahn genommen, rein damit. Hat früher überhaupt nichts gemacht. Das waren so dicke Rohre und auch in den Motoren war so viel Platz, dass die Mineralien oder das Kalk da drin im Großen und Ganzen den Schaden nicht anrichten konnten, weil die Motoren hielten früher auch nicht so lange. Heute und bei Motorrädern ist aber ganz anders. Bei Motorrädern ist alles viel kompakter, viel kleiner. Wir haben ganz kleine Kühlkanäle. Und da gehört schon mal Leitungswasser auch zum Nachfüllen überhaupt nicht rein. Wenn nachgefüllt werden muss und es ist nicht das richtige Kühlmittel, also die Kühlflüssigkeit da, dann allenfalls mit destilliertem Wasser. Oder wer bei einer Neubefüllung ein Konzentrat an Kühlflüssigkeit hat, was mit destilliertem Wasser gemischt wird, der guckt dann halt nach, in welchem Verhältnis es gemischt wird. Gibt es Unterschiede. Das Internet ist ja immer hilfreich, um rauszufinden, was brauche ich an Motor, an Öl, an Bremsflüssigkeit oder eben auch diesmal an Kühlflüssigkeit für mein Moped. Und ich habe das größte Chaos wirklich bei Kühlflüssigkeit, also nicht nur für Motorräder, sondern auch bei Autos. Da ist so ein Durcheinander, weil es daran auch liegt, es gibt keine einheitliche Norm. Also ich habe bei VW zum Beispiel, die haben ihre eigenen Klassifikationen eingeführt. Die sind wieder anders als bei einem Hersteller wie BASF, da muss man Vergleichslisten führen. Viele Hersteller auch im Handbuch sagen gar nicht so genau, was da reinkommt. Und wenn jemand weiß, dass man nicht alles reinkippen kann, wo kauft er dann, um sicher zu gehen, seine Kühlflüssigkeit? Bei seinem Händler. Die dann meistens aber etwas teurer ist. Verlasst euch nicht auf Dinge. Wir haben hier für unsere Carver ER6, das ist ein 2012er, 2013er Modell, haben wir es in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Wir sind in die Foren gegangen. Auch da riesen Rätselraten. Dann haben wir noch mehrere Leute, die sich wirklich damit auskennen, gefragt. Und so 100 pro hat es keiner sagen können. Was wir aber gesichert sagen können ist, silikathaltige Kühlflüssigkeit ist im Großen und Ganzen, kann sie für Alumotoren, die modernen Motoren sind alle aus Alu oder aus irgendwelchen Alulegierungen, kann das gefährlich werden. Deswegen haben wir uns für eine silikatfreie Kühlflüssigkeit entschieden und die werden wir dann heute auch benutzen. Da sind wir zumindest auf der sicheren Seite, auch wenn wir es selber nicht geschafft haben, ganz klipp und klare Auskunft zu kriegen. Heißt auch wiederum, im Großen und Ganzen, wenn eine silikathaltige serienmäßig reingehört, klar wieder eine rein. Wenn es aber unklar ist oder man einen Motor hat, wo silikathaltige drin war, aus Versehen kommt silikatfreie rein, dann soll das angeblich nichts machen. Über die Brücke möchte ich aber auch nicht hundertprozentig gehen. Nur andersrum, also silikathaltige nicht in Motoren, wo vorher kein silikathaltiges Zeugs drin war. Das ist auf jeden Fall sicher. Deswegen, lasst euch nochmal gesagt sein, seid ausnahmsweise mal total intolerant, was die Kühlflüssigkeit angeht. Macht euch schlau, geht da so weit dem nach, bis ihr wisst, was da reingehört. Alles andere ist Käse. Die Frage, wie oft muss denn Kühlflüssigkeit gewechselt werden, ist auch nicht mit genauso oft zu beantworten. Denn die alten Kühlflüssigkeiten, die anorganischen, die schaffen so 2, maximal 3 Jahre. Dann müssen die getauscht werden. Das ist mit den modernen schon ganz anders und deswegen auch immer ins Handbuch gucken, zur Not ruft euren Händler an, nervt den. Wird das normalerweise bei der Inspektion mal mitgemacht oder ist das so wie Ölwechsel, den muss man vielleicht auch mal zwischendurch selber machen?
Oder ist das in den normalen, also, heutigen Abständen schon mit integriert? Wenn du jede Inspektion beim Händler machen lässt, dann brauchst du selber auch kein Öl zu wechseln, weil das ist ja ein Inspektionspunkt immer. Kleine Inspektion, große. Und da innerhalb der Inspektion, wenn es soweit ist, wechselt der Händler natürlich auch die Kühlflüssigkeit. Okay. Aber wir wissen es ja alle, wenn die Garantie abgelaufen ist, mach ich mal selber. Dann mache ich nächste Woche, habe ich jetzt keine Lust, keine Zeit. So, und gerade Kühlflüssigkeit, weil die ist ja so herrlich unauffällig. Ja? Solange nichts passiert, wird die gerne vernachlässigt. Ja. Öl ist den Leuten viel gegenwärtiger. So, aber hier jetzt heute, die wissen wir nicht, wie alt sie ist. Sie sieht noch ziemlich so grün aus, wie sie vom Hersteller gehört. Also Kava, natürlich, welche Farbe hat deren Kühlflüssigkeit? Grün. Das Doofe ist, das ist eben schon eine modernere, also sehr, sehr wahrscheinlich eben eine organische, die eben organische Säuren enthält. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, Handschuhe anziehen. Weil ihr wisst, was Säure so macht. Dann kann es auch gleich mal plätschern. Das heißt, es kann beim Ablassen Kühlflüssigkeit irgendwo hinkommen, wo sie jetzt gerade nicht hingehört. Deswegen haben wir natürlich, wie immer bei solchen Gelegenheiten, unseren Eimer mit Wasser und einen Lappen. So, was bei unserer ER6 erstmal auffällt, hier ist der Ausgleichsbehälter, hier ist der Kühler und dummerweise unter dem Ausgleichsbehälter ist der Kühlerverschluss. Den mache ich jetzt aber noch nicht auf und ich komme da ja auch kaum ran, deswegen nehmen wir den Ausgleichsbehälter gleich erstmal weg. Und dann fangen wir erstmal mit dem Ablassen an. Aber nicht so, dass wir sagen, wir leeren jetzt erstmal den Ausgleichsbehälter. Könnten wir jetzt hier vom Kühlerstutzen den Schlauch abziehen. Das Doofe ist, hier ist wahrscheinlich der Kühler auch bis unter das Dach voll mit Flüssigkeit. Wenn wir jetzt den hier abziehen und es in unserer Wanne auffangen wollen, dann haut es aber auch aus der anderen Seite, aus dem Gegenstück am Kühler, auch noch Flüssigkeit raus. Deswegen fangen wir unten an. Hier sitzt die Wasserpumpe bei der ER6 und hier ist auch die Ablassschraube für die Kühlflüssigkeit. Nicht verwechseln mit den Nachbarn hier, das kann man aber ganz gut rauskriegen. Hier sieht man, das geht nicht ins Gehäuse rein, das ist eine reine Halterungsschraube für das Gehäuse von der Wasserpumpe. Und dieses hier geht direkt rein, also das ist unser Kandidat. Und ihr müsst aufpassen, jedes Moped ist auch da anders. Wenn man jetzt hier aufdreht, das ist nicht anders als bei den Herren der Schöpfung. Ne? Der eine kann 3 Meter, der andere ist froh, wenn die Schuhe nicht nass werden. Das weiß ich bei dieser jetzt auch nicht und deswegen habe ich mir eine möglichst große Zielfläche genommen und nicht nur hier so ein kleines Messbecher oder sowas. Und dann werden wir gleich sehen, wie doll das wird. Was brauchen wir noch an Werkzeug? Ach, der Schlüssel, nur für die Ablassschraube. Kombi oder Spitzzange ist völlig wurscht, weil wir müssen hier gleich eine Klammer entfernen, die den Schlauch hier am Kühlerstutzen sichert. Und nachher zum Zusammenbau, natürlich, wenn wir haben, Drehmomentschlüssel und neue Kühlflüssigkeit. Und vielleicht müssen wir gleich mal gucken, wie es hier aussieht, wenn wir da ran können, einen Trichter. Und mehr brauchen wir eigentlich schon wieder nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse jetzt mal ab. Als erstes werden wir jetzt erstmal den Ausgleichsbehälter so hinbaumeln, dass er ein bisschen sachdienlicher ist. Und das ist auch nicht so weiter schwierig. Ich fange besser unten an. Einmal. Es sind nur diese beiden Schrauben. Und er wird uns auch nicht großartig abhauen jetzt, weil er hängt ja noch an den anderen Schläuchen, Entlüftung und Anschluss am Kühler. So, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man ihn jetzt ein bisschen umhängen. Lass mich eben noch mal gucken. Ich denke mal, so haben sich die Kava-Leute das gedacht. Wahrscheinlich um hier, natürlich, um an den anständig ranzukommen. Aber vielleicht auch schon, dass hier noch was mit abläuft. Das kann ich jetzt aber so nicht sagen, das ist nirgendwo dokumentiert. So, jetzt können wir mal gucken, ob schon was passiert, wenn wir unten die Ablassschraube öffnen. Wahrscheinlich noch nicht, aber wir machen sie einfach mal auf. Warum kann das sein, dass da noch nichts rauskommt?
Wenn unten was rausfließen soll, muss woanders was nachfließen. Und das könnte in diesem Fall eigentlich nur durch die Entlüftung. Mhm. Das ist hier der Entlüftungsschlauch. Der geht hier einmal durchs ganze Moped hier hinten rum und kommt irgendwo hier vorne wieder raus. Da ist er. Mhm. Der war das, glaube ich. Und die wenige Flüssigkeit, die jetzt raus will, das schafft, da durchzuziehen. Ich weiß es nicht. Also müsste man eigentlich oben irgendeinen Deckel aufmachen, damit quasi Luft nachströmen kann? Ja, nach Adam Riese, ja. Hier scheint auch noch nichts den großen Drang zu haben, unbedingt rauszuwollen. Sehr unwillig. Denkt dran, hier ist ein Dichtungsring drin. Für M6 möglichst euch einen neuen besorgen. Die kosten wirklich gar nichts. Entweder aus Aluminium oder aus Kupfer. Es tropft schon mal ein bisschen. Ja, aber dann sind wir in 2 Wochen noch hier. Mal gucken, also ich hoffe, wir können das beschleunigen, indem wir den Deckel vom Ausgleichsbehälter jetzt öffnen. Ungern möchte ich eigentlich den hier öffnen, weil wie gesagt, hier steht es bis Oberkante Unterlippe. Und da weiß ich nicht, ob uns denn hier auch was rauskommt. Das tropft aber immer schneller jetzt, ne? Ja, aber da wird noch kein Wasserfall draus werden, glaube ich nicht. Schauen wir mal. Nee. Auch das reicht nicht. Jo. Ja. Vielleicht nur so wenig wie möglich hier irgendwie so durch die Gegend hüsern lassen. Der muss vollständig offen sein. Mhm. So, jetzt dürfte hier auch nichts mehr kommen. Das sieht doch gut aus. Das ist schon ganz schön Druck. Ja. Ne? Na gut, wann war die zum letzten Mal auf Klo, ne? Mhm. Läuft das denn jetzt auch aus dem Überlaufbehälter da raus gleich? Oder wie kriegt man da die Flüssigkeit raus? Da werden wir gleich den Schlauch hier abnehmen. Okay. Und das dann extra auch. Mhm. Aber jetzt lassen wir erstmal das Moped noch ein bisschen was machen. Ich spüle mir kurz die Hände ab, weil 2 Tropfen habe ich doch wieder auf die Finger gekriegt. Und jetzt der Schwerkraft folgend, neigen wir sie nochmal ein bisschen zur Seite. Ja, guck mal, ein bisschen kommt noch. So, und jetzt lassen wir sie mit ihren intimen Dingen hier mal kurz alleine und bis wirklich nichts mehr kommt. Ja. So, nun hat sich unsere Kaber restlos entleeren können. Und die Kühlflüssigkeit, die rausgekommen ist, finde ich, sieht noch sehr gut aus. Es gibt auch die Fälle, wo man denkt, was kommt da alles mit? Es kann eine Rostbrühe sein, es kann überhaupt so eine schon pampenartige Geschichte sein. Dann würde ich jetzt empfehlen, auf jeden Fall eine Systemspülung zu machen. Das machen wir heute aber nicht. Das in Kurzfassung, dann haut man hier erstmal einfach mit dem Gartenschlauch, was ja eigentlich nicht so, aber zum Durchspülen geht es, normales Leitungswasser durch. Wenn das Gröbste so einigermaßen weg ist, macht man unten wieder zu, dann gibt es spezielle Lösungen dafür oder Flüssigkeiten dafür, die nur zum Reinigen des Systems sind. Die kommt dann kurz rein, wird alles wieder zugemacht, Motor wird kurz laufen gelassen, dann kommt alles wieder raus, dann wieder mit Wasser spülen, dann wieder alles zu und dann die neue Kühlflüssigkeit. Aber dann würden wir hier, glaube ich, endgültig ein 2-Stunden-Video draus machen. Oder so. Ich gucke jetzt erstmal, haben wir so einen kleinen Q-Tip gedreht. An einem Gewinde von der Ablassschraube. Da können ja auch mal so Krümel noch hängen. Und die sollten wir möglichst wegkriegen. Aber hier ist wirklich nicht viel los. Das ist okay. Schrauben wir jetzt einfach wieder zu. Mit einer neuen Dichtscheibe. Diese ist aus Alu. Die bekommt nachher einen Drehmoment von 7 mm. Von 7 mm? Der Kupfer ist ein Tick härter. Habe ich 7 mm gesagt? 7 mm Drehmoment, genau. 7 mm Drehmoment, ganz klasse. 7 Newtonmeter, mhm. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Und der Kupferdichtring, der kriegt 10 Newtonmeter. Das ist ein kleiner Unterschied. So, aber jetzt machen wir einfach wieder zu. Und wie immer, ich weiß, ich wiederhole mich, immer so viel wie möglich, gerade das Ansetzen, immer mit Hand machen, nicht mit dem Werkzeug. Dann merkt ihr sofort, ob ihr ein bisschen schief sitzt oder sowas. So,
jetzt mache ich sie einmal mit dem Schlüssel handwarm. Ich habe da mal was vorbereitet. Drehmomentschlüssel am Griff anfassen, gleichmäßig, da ist er schon. Das ist nicht viel, weil halt alles weiche Material. So, nächster Kandidat. Man lernt ja nie aus. Ich habe ja hier gefunden, warum Kara hier so eine Nase an den Ausgleichsbehälter gemacht hat. Den konnte man hier prima einhängen. So, der muss ja aber auch noch leer. Da ist ja auch noch was drin. Und hier kann man ihn auch noch prima aufhängen. Das hat den Vorteil, jetzt liegt er unterhalb auf jeden Fall der Kühleröffnung hier oben. Das heißt, und dieser Schlauch auch oberhalb des Pegels. Das heißt, ich kann jetzt mit meiner Zange ganz bequem das Ding hier abnehmen. Da hätte ich vorhin noch gleich mal drauf kommen können. Wenn die Schläuche hier seit Jahren da drauf saßen, kleiner Tipp am Rande, dann gehen die längst nicht immer so leicht ab wie dieser hier. Wenn die widerspenstig sind, mit einem kleinen spitzen Dorn oder Mini-Insexkantschlüssel kurz darunter pupeln, einmal kurz Ballistol oder irgendwas anderes, was Kunststoff nicht angreift, an Universalöl reinspritzen, 5 Minuten warten, meistens gehen die dann super ab. So. Jetzt kann ich mir den hier wieder aushängen. Kann ihn in aller Ruhe auslaufen lassen. So, und weil der so schön leicht abzunehmen ist, gönnen wir uns heute den Spaß und werden den gleich eine Runde baden. Denn hier können wir drin ruhig so ein bisschen mal sauber machen. Wir müssen jetzt hier nur noch den Entlüftungsschlauch abziehen und dann kriegt er eine kleine Innendusche. Das Wasser kommt ja auch wieder raus, da nehmen wir auch Leitungswasser, aber es bleibt ja halt nicht drin und dann montieren wir den wieder. Das funktioniert. Da kommt aber ganz schön Suppe unten raus. Ja, also das lohnt sich. Ich mache jetzt sogar mal den Deckel drauf. So, man kann das natürlich unendlich weit weiterführen. Man kann jetzt hier mit der Flaschenbürste rein oder sonstiges den Schrubbermann machen. Aber hier in diesem war wirklich... Also das, da habe ich schon ganz andere Ausgleichsbehälter gesehen, wo ich auf jeden Fall gesagt hätte, wollen wir nicht mal einen neuen kaufen. aber das hier ist harmlos. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist, aber die war immerhin auch ein paar Jahre wahrscheinlich schon mal da drin. Aber es kommt was raus. Und wenn es fürs Gewissen toll ist. Das machen wir gleich noch eine Runde. Dann lassen wir ihn wieder ganz leer laufen und dann kommt er wieder dran. So, kurz abtrocknen und wieder anmachen. Ist aber schon auch ein bisschen milchig geworden, ne? So. So ganz ablagerungsfrei geht sowas halt auch immer nicht. Mhm. Ist so ein Ausgleichsbehälter teuer, wenn man den tauscht? Ich glaube, da kann man auch Überraschungen erleben. Ja? Ja. Okay. Das ist natürlich extra ein Formteil. Mhm. Ne? Da sind auch mal Formkosten entstanden. Mhm. Das ist meistens das teuerste von so einer Konstruktion. aber wie gesagt, meistens kriegt man sie wieder sauber. So, wir haben noch einiges an den Ablagerungen entfernen können. Nicht alles, aber das macht jetzt einen guten Eindruck. Und ich möchte nochmal sagen, ich finde es schade, dass ich erst so spät drauf gekommen bin, dass man den Ausgleichsbehälter prima hier unten ja auch aufhängen kann. Ja, ich hatte ja dieses als die vorgesehene Haltung angenommen. Vergesst bitte dieses, denn wenn wir den hier unten aufhängen, bevor wir hier den Einfüllstutzen öffnen, dann ist das gesamte Niveau der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter unterhalb dieser Bohrung hier. Und wenn man dann den Kühler öffnet, dann ist die Gefahr, dass irgendwas rausflöttert, natürlich geringer. Also hängt jetzt bitte gleich, wenn eine ER6 hat, die so gebaut ist, gleich dahin oder unter das Niveau. Mhm. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. So, jetzt bauen wir den wieder ein. Unten haben wir ja schon wieder dicht gemacht, ordnungsgemäß angezogen und dann füllen wir ganz vorsichtig mal und ganz langsam vor allem, zeige ich gleich aber noch, einfach mal wieder neue Kühlflüssigkeit rein.
Den Deckel hattest du auch noch sauber gemacht eben, ne? Einer denkt ja immer mit. Ja, auch den haben wir mal ordentlich sauber gewischt. Da war auch so ein bisschen Krümelkram, was natürlich im Laufe der Jahre auch so von außen mal da hier rankommen kann. Das sollte auf jeden Fall, auf gar keinen Fall in den Kreislauf gelangen. Mhm. Deswegen machen wir es einfach sauber. Schon mal gut. So, das mit dem tiefen Aufhängepunkt gilt aber nur so lange, bis wir jetzt Kühlflüssigkeit wieder einführen. Jetzt macht nämlich der hier wieder Sinn. Und so langsam steigen wir auch in die ganze Sache, wie es gemeint ist. Denn wenn wir den jetzt erst anbauen würden, dann kämen wir ja wieder nicht zum Flüssigkeit einfüllen. Wenn er angebaut ist, kriegen wir auch den Deckel nicht drauf. Also muss er jetzt erstmal wieder nur an die Seite. Und wir füllen jetzt hier langsam und vorsichtig. Ich muss mal gucken, ob wir hier einen richtigen Trichter haben. Hört sich ganz gut an. Wir füllen deswegen langsam auf, weil wenn wir jetzt hier so einen Tsunami machen würden, außer dass uns das dann schnell auch über den Trichter rausschießen kann, dann kann es passieren, dass Luft, die eigentlich beim langsam Gießen noch so rausbluggern würde, einfach mit ins System gedrückt wird. Mhm. Und deswegen, also müssen wir auch vor Gebrauch nicht gut schütteln, soweit ich weiß. Lassen wir uns hiermit einfach mal Zeit. Muss man ein Kühlsystem entlüften oder entlüftet sich das selbst? Das kommt gleich. Das machen wir noch. Okay. Übrigens, früher konnte man sich bei Kühlflüssigkeiten nach der Farbe richten. Das könnt ihr inzwischen alles vergessen. Jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Ne? Also wenn rote, dann ist ja eine rote auf jeden Fall richtig. Wenn eine rosa war, dann kann ich ja eine rosa wieder nehmen. Leider nein, die Farbe spielt keine Rolle mehr. So, und jetzt nicht kleckern, Herr Blanke. Liter dürfen da jetzt rein? So soll es nach Werksangaben sein. Was wir auf Anhieb erstmal reinkriegen, werden wir sehen, weil ja auch der Ausgleichsbehälter nochmal separat aufgefüllt wird. Ist da ein Liter drin in so einer Packung? Nach Adam Riese ja. Okay. Sonst hätten wir zu wenig, wenn wir 1,2 ja. brauchen. Wir haben nämlich bloß zwei Döschen. Also theoretisch müsste eigentlich die ganze eh reinpassen. Naja, wenn wir den noch bis oben auffüllen, das können 200, 300 Milliliter, vielleicht sogar ein Ticken mehr sein. Aber ich gucke lieber einfach mal nach. Ja, also nicht drauf verlassen. Wie es hier drin so aussieht, aber nö. Da geht noch was. Aber eben langsam. Ein Hauch noch. Man füllt auch die Kühlflüssigkeit dann immer vorne in den Kühler ein und nicht in den Ausgleichsbehälter oder so? Oder gibt es da eine Regel, dass man das immer... Ja, das hängt damit zusammen, dass wir hier auch noch ein Ventil haben, sodass eigentlich so rum ein Auffüllen erstmal gar nicht möglich ist. Okay. Der ist ja nur dafür da, wenn sich die Kühlflüssigkeit zusammenzieht und oder ausdehnt. Dass einfach immer genug für den gesamten Motor da ist. Aber ich hätte jetzt nur gedacht, so einen Vorratsbehälter. Weil du halt den Füllstand hast, dass man quasi das hier eingießt, weißt du? Also hätte ich jetzt so vielleicht gemacht, wenn ich nicht ins Handbuch geguckt hätte. Ja, aber dann wird es hier halt schwierig, weil die Bohrung, die hier oben drin ist, die in den Einfüllstutzen geht, wenn du da jetzt erstmal den Deckel, der ja auch Thermostaten hat, drauf machst, dann ist das zu. Hm. Das verändert sich ja erst, wenn sich hier auch der Deckel verändert. Hm. Okay. So, was wir jetzt noch machen können. Das empfiehlt sich immer. Zum einen das Moped ein bisschen hin und her bewegen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es hier nicht rausschwappt, aber die Luft muss hier ja raus. Und Kühlerschläuche. Kühlerschläuche massieren ist immer hilfreich. Ihr seht auch wie hier, wenn ich nur auf den Kühlerschlauch an der Seite drücke, wie sich hier der Pegel im Kühler selbst verändert. Da kann auch mal eine schöne Blase. So, wir haben auch noch mehr.
Dann mache ich das auch nochmal. Einfach so ein bisschen massieren. Hier auf der anderen Seite ist übrigens das Thermostatgehäuse. Thermostat, was soll das jetzt wieder? Wenn ihr losfahrt, dann ist das Moped ja mal kalt. Und ihr soll ja möglichst schnell auf Betriebstemperatur kommen. Deswegen haben solche Motoren zwei Kühlkreisläufe, einen kleinen und einen großen. Denn wenn der Kühler, der hier vorne ja richtig schön eben das macht, was er soll, also kühlt, was aber gar nicht gewünscht ist, der wird erst durch ein Thermostatventil aus dem Spiel genommen. Da läuft nichts im Kreis zu Anfang, das steht da einfach nur drin, die Suppe. Und wir haben einen kleinen Kühlkreislauf direkt beim Motor, der so lange alleine läuft, bis wir in Richtung Betriebstemperatur kommen. Und so nach und nach öffnet dann das Thermostatventil und ganz zum Schluss spielt der Kühler dann auch seine wichtige Rolle. Ja, das hat schon ein bisschen was gebracht. Wir nehmen die jetzt noch mal ganz kurz von der Bühne, machen noch ein paar Tonübungen, nicht zu weit in diese, auf diese Seite. Aber alles, was wir in Luft jetzt schon rausbekommen können, ist gut. Aber das wird nachher auch alles noch mal kontrollieren. So, wir haben das Moped jetzt ein bisschen durchgeschüttelt und auch noch mal die Schläuche geknetet. Und ihr könnt sehen, da ist noch der Pegel mal einiges wieder gesunken. Also jetzt sehe ich gar nichts Rotes mehr. Eben habe ich noch rot oben gesehen. Ja. So, das füllen wir natürlich jetzt nochmal nach. Dann machen wir hier dicht. Dann darf der auch wieder in seine Position. Der wird dann auch noch aufgefüllt. Dann müssen wir mal hier unser Moped ein bisschen wegschieben, weil hier drin können wir sie nicht warm laufen lassen. Denn das muss passieren, bis der Ventilator anspringt, weil es dann wird das ganze System, ne, habt ihr eben gehört, ne, Thermostat, der öffnet, weil vorher spielt der Kreislauf hier ja nicht mit. Bis der Ventilator angeht, ausmachen, Tasse Kaffee trinken mindestens, weil dann ist hier alles heiß. Und das wollen wir uns ja nicht verbrennen. Und dann wird nochmal kontrolliert, wie sieht hier der Pegel aus. Und dann sind wir fertig. Und wir haben schon fast einen ganzen Liter hier drin. Also 1200 als Wechselmenge. Könnte fast knapp werden. Und in 10 Minuten stellen wir fest, dass wir die Ablassschraube doch nicht wieder reingedreht haben. Wir sind schon bei 5 Litern oder so. Unten vor der Rote See. Ja. Was ist eigentlich an Kühlflüssigkeit so groß Besonderes? Ist das irgendwie, dehnt sich das weniger aus als normales Wasser oder ist das im Endeffekt einfach nur, dass das jahrelang da drin bleiben kann, ja, nicht schlecht wird so ungefähr? Also nicht. Eine sehr gute Frage, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Nee. Was muss die eigentlich alles können, außer dass sie Kühlflüssigkeit ist? So eine Kühlflüssigkeit ist nicht nur Kühlflüssigkeit, sie hat mehrere Aufgaben. Na klar, sie muss möglichst in der Lage sein, was Wasser eigentlich auch ist, Wärme gut zu transportieren, also schnell Wärme aufzunehmen. So, Wasser hat den Nachteil, es kocht schon bei 100 Grad. Das kann man mit anderen Flüssigkeiten besser hinkriegen. Wasser ist jetzt auch als Rostschutz nicht so gut geeignet, denn wir haben ja rohe Metallteile überall drin. Ja? Dann haben wir teilweise Wasserpumpen, die vom Kühlmittel geschmiert werden. Es gibt ja welche, die vom Öl, die also extern sind, da ist ein Dichtring zwischen. Es gibt aber auch welche, die in sowas laufen. Es muss also eine schmierende Fähigkeit haben. Wie gesagt, Rostschutz muss gegeben sein. Darf nicht so schnell das Kochen anfangen. Und das ist schon eine ganze Menge auf einmal. Und deswegen sind es auch am Ende solche Chemie-Cocktails geworden. Und frieren sollte es auch nicht, ne? Kleine Nebensächlich. Ganz klein. Das, was Wasser natürlich auch macht. Bei 0 Grad sich bis zu 10% auszudehnen, wodurch ein Motor platzen kann. Ist logisch, Frostschutz. Und jetzt würde ich nicht denken, Frostschutz brauche ich ja gar nicht, weil ich fahre ja im Winter gar nicht. Aber wo steht das Moped im Winter? Das irgendwo in der Wald- und Wiesenscheune steht und wir haben minus 20 Grad draußen. Euer Frostschutz geht aber nur bis minus 10, dann kann euch das den Motor knallen. Also das ist natürlich ganz wichtige Sache. Danke nochmal für den Hinweis. Sehr gerne. So, aber ich glaube, wir sind jetzt hier. Ich sehe gerade auf deiner Packung, die du in der Hand hast, steht minus 35 Grad, glaube ich, drauf. Ja. Also ist da auch schon gleich Frostschutzmittel quasi mit drin? Ja, wie gesagt, es gibt Konzentrate.
Das steht dann aber auch drauf. Mhm. Das muss dann mit destilliertem Wasser gemischt werden. Das hier sind Fertigmischungen, finde ich viel bequemer als diese Panscherei. Ja. Destilliertes Wasser kostet auch wieder Geld, vielleicht nicht ganz so viel. Aber also bei den Mengen, die wir im Moped haben, halte ich das für vernachlässigungswürdig. Ja. So, und jetzt noch ein kleiner Spritzer Parfüm hier und dann fangen wir ihn an wieder zu machen. Jo. Das ist voll genug. Mhm. So, der geht auch nur in einer Position wieder anständig drauf. Die müsst ihr finden. Und dann ein Zwischenwiderstand und dann noch einmal, dann sitzt das Ding da, wo es hin soll. Jetzt können wir den Yogi hier wieder anschrauben. So. Der ist drauf. Mit dem Entlüftungsschlauch unten, den du jetzt gerade einklemmst. Nö, den kriegen wir doch. Also der, glaube ich, der stört sich im Moment noch nicht an. Und wann muss man den drauf machen? Ich kann ihn natürlich auch jetzt schon drauf machen. Das weiß ich nicht, wenn man das schon machen kann. Aber getroffen. Die habe ich jetzt nicht mit Drehmoment angezogen, weil die hier geht direkt in den Stahlrahmen. Hier oben ist auch eine Stahlhalterung. Da müssen wir also nicht so vorsichtig sein wie bei so Alu-Druckgussdeckeln und solchen Sachen. Und hier hat man halt auch nicht, wie bei einer Knarre, wenn jetzt zum Beispiel einer eine Halbzoll-Knarre nimmt, der hat dann ja dann hier so einen riesen Hebelarm. Da macht man viel eher was kaputt, als mit diesem Mini-Hebelarm. Und hier hat man einfach mehr Feingefühl, die Schraube eben so fest zu machen, dass sie auch fest ist, nicht wieder abfällt, aber man überdreht auch so schnell nichts. Deswegen finde ich die auch gut. So, der ist wieder fest. Der Schlauch, gucken wir nochmal. Ja, den hier können wir noch wieder in seine Führung reindrücken. Den ändere ich aber nochmal. Weil wenn wir ihn oben rüberführen, nachher kommt ja hier noch wieder so eine kleine Verkleidung. Und da wird er dann stören. So macht das mehr Sinn. Jetzt müssen wir den hier noch befüllen. Können wir ruhig bis zur oberen Markierung, weil wenn, dann kommt jetzt ja noch eher Luft aus dem System hoch, sodass insgesamt das wieder absackt. Aber das werden wir erst merken, wenn die Karre gelaufen ist. Hier können wir jetzt mit normalem Tempo gießen, aber auch nicht zu schnell, der soll ja nicht überschwappen hier oben. So. Das reicht erst. Weil, wie gesagt, wir kontrollieren ja nochmal. So. Wieder zuschrauben. Die Sachen beiseite nehmen. Raus ans Tageslicht, warm laufen lassen und so weiter. So, wie ihr sehen konntet, ist so einiges an Luftbläschen und manchmal auch richtige Blasen noch aus dem System rausgekommen. Wenn die Maschine so einigermaßen im Leerlauf warm gelaufen ist, dann könnt ihr auch gerne ein bisschen mit dem Gas spielen, was wir auch gemacht haben. Ganz einfach deswegen, die Wasserpumpe läuft ja schneller beim Gas geben, weil je höher die Drehzahl ist, die ist davon direkt abhängig. Mhm. Je schneller oder auch mal wieder langsamer, dass die Flüssigkeit in dem ganzen Zeug zirkuliert, gibt den Luftblasen immer noch mal eine Chance, an der richtigen Stelle aufzusteigen. Wenn sie mal zu schnell sind irgendwo, huschen sie an irgendeinem Kanal vorbei, wo sie hoch könnten. Aber immer nur zu langsam kommt es nicht so richtig in Wallung. Deswegen machen wir das so. Und man sollte immer so lange laufen lassen, bis der Ventilator angeht. Ja. Auf jeden Fall. Naja, im Falle dieser ER6N, manchmal steht auch nur Betriebstemperatur und dann ist der Thermostat offen und dann ist der gesamte Kreislauf am Machen und dann kommt die Luft ja auch raus. Okay. Aber ich weiß von dir noch, dass du einen ganz speziellen Fall hattest, das Lüften. Ja, bei der KTM, also eine 300er EXC,
Da musste man tatsächlich das Motorrad aufs Hinterrad hochstellen, damit das, die Flüssigkeit überall hingelaufen ist. So 90 Grad zum Boden quasi. Das ja, war die Luftbläschen wirklich alle. Genau, damit das richtig. Also das war auch sehr eigenartig. So habe ich auch noch nie eine Flüssigkeit gewechselt. Es gibt auch Autos, die man vorne hochbocken muss. Echt? Ja. Abgefahren. Also BMW E21, E30, da weiß ich das auf jeden Fall. Aber dagegen ist es hier echt einfach, muss man sagen. Also das war easy going und ja. Wir haben sie jetzt ja wieder abkühlen lassen. Und man sieht, dass wir doch schon vorher ganz gut geknetet hatten an unseren Kühlerschläuchen und auch schon gut geschüttelt hatten. So viel ist nicht nachzufüllen. Mhm. Apropos Kneten der Kühlerschläuche, dabei kann man sie auch mal ganz gut kontrollieren, werden die schon porös oder sowas. Ja? Bei den jungfräulichen Fahrzeugen, die ein paar Jahre im Buckel haben, ist das kein Thema, aber bei den Oldies. Lieber mal vorher einen neuen Schlauch kaufen, als irgendwann ein heißes Bein bekommen und sonst was. Mhm. Und wir haben auch noch etwas, bevor wir es vergessen, wir haben die alte Brühe. Und natürlich auf gar keinen Fall irgendwie in Ausguss oder irgendwas. Das ist Sondermüll, der gehört entsorgt. Ihr habt ja jetzt also mindestens eine leere Dose der neuen Kühlflüssigkeit. Wenn 1200 Milliliter hier tatsächlich hinkommen, dann kann diese eine Dose schon reichen, dass ihr den gesamten Rest, weil das Ding war ja nicht ganz voll hier, kann das schon reichen. Ihr könnt das Problem entweder zu Altölannahmestelle. Nee, wollte ich ja aber dann doch nicht sagen. Deswegen habe ich mich ja verhuxelt, weil es ist ja nicht eine Altölannahmestelle, weil das ist ja hier Altkühlflüssigkeit. Ja. So. Also die könnt ihr als Sondermüll auf die Deponie bringen eures Vertrauens oder auch mal bei dem Händler abgeben, wo ihr die neue gekauft habt. Wir füllen jetzt noch auf, ordnungsgemäß, wie gesagt, erst abkühlen lassen, denn es wird immer bei kaltem Motor der Flüssigkeitsstand gemessen. Das hier wäre theoretisch auch in Ordnung, weil bis Minimum haben wir eigentlich noch reichlich Platz. Mhm. Aber wir machen es ordentlich, zumindest bis knapp an die Markierung ran. Also die Flüssigkeit dehnt sich auch schön aus bei Wärme und deswegen beim kalten, ja, im kalten Zustand messen. Okay. Genau, das ist es. Okay. So, das machen wir noch. Dann machen wir Feierabend. So. Bei unserer ER6 kommt natürlich jetzt noch dieses eine Verkleidungsteil wieder drauf. Das interessiert nur alle anderen nicht, deswegen lassen wir das jetzt weg. Auch der Bugspoiler, der hier noch drankommt. Aber kühlflüssigkeitsmäßig ist das Ding wieder ganz vorne dabei. Ciao.